Ja, also wir sind endlich soweit. Wir haben hier das erste Stück der Fassade stehen. War ein langer Weg bis dahin. Könnt vielleicht mal kurz erklären, was wir alles erforscht und ausprobiert haben, bis es dann zu diesem ersten Fassadenelement gekommen ist. Der Pascal hat da mal ein paar Sachen mitgebracht. Ja, und zwar, wir kennen ja alle die stinknormale CD. Ein normaler Rohling ist pures Polycarbonat mit einer Aluminiumschicht bedampft. Und man muss sich vorstellen, bevor du das zeigst, am Anfang kannten wir ja nur das. Also als die Idee der CD-Fassade geboren wurde, hatte man ja die CD, so wie sie dort aussieht, im Kopf. Und das war die Idee. Man wusste noch nicht, wie kann das Ganze später mal aussehen. Und das hat natürlich einiges an, an Arbeit gekostet, die da reingesteckt werden musste. Unser Thema Counterentropy, wir wollten natürlich keine Verbundwerkstoffe schaffen, was die normale CD nun mal ist durch die Beschichtung. Und ja, so hat sich nach und nach die Idee weiterentwickelt, wie man sie hier sieht. Wir haben in unseren ersten Versuchen die CDs immer selber entschichtet. Das war ziemlich mühselig, haben dann aber durch Recherche eine Recyclingfirma gefunden, die das auf schnelleren Wege erledigen kann. Heraus kamen dann solche CDs, pures Polycarbonat, kein Verbundstoff mehr, zu 100% recycelbar und kann zu neuen CDs gepresst werden oder zu anderen Kunststoffteilen, zum Beispiel Autostoßstangen etc. Alles kann man sich alles forschen. Für die Produktion der insgesamt 90 Quadratmeter unseres Hauses haben wir uns hier nach Jülich eine Tonne CDs kommen lassen. Zwei Drittel davon haben wir auch letztendlich verbacken. Das macht im Endeffekt ca. 46.000 CDs, die im Endeffekt auf unserer Fassade angebracht sein werden. Wir haben uns ein bisschen an Schindelungsarten aus der Schieferschindelung orientiert und da vieles ausprobiert. Und dabei dann die günstigste Schindelung im Endeffekt herausgefunden, wo die CDs immer übereinander geschichtet werden und praktisch das Regenwasser von oben nach unten ablaufen kann. Die Erweichungstemperatur vom Makrolon liegt ca. zwischen 140 und 160 Grad. Wie genau jetzt unser Backrezept war, wie wir die zusammengeschmolzen haben, das verraten wir natürlich nicht. Das ist unser Geheimnis. Das wird gut gehütet in einem sicheren Schrank. Ja, sehr speziell war dann halt das Backrezept, wie Henrik gerade schon sagte, genau. Das hat viele Versuche erfordert, um hier ein richtiges flexibles CD-Panel zu bekommen, was nicht spröde ist, was keine Ritze bekommt und was die ursprüngliche Stabilität von Polycarbonat auch hält. Die Frage, wie bekommt man diese CDs auf einer Unterkonstruktion fest? So eine Unterkonstruktion hier mal von der Rückseite sieht man hier rechts neben unserem Fassadenelement. Und das Ganze sieht so aus, dass wir hier einen Holzrahmen haben. Wir haben immer dort vertikale Elemente, wo die Paneele hinterher befestigt wurden. Und damit wir unter der CD eine homogene weiße Schicht haben, haben wir diese Rahmen mit recycelter LKW-Plane bespannt, wie man hier auf der Rückseite sieht. Die haben wir auf die Rahmen mal zugeschnitten, umgespannt und festgetackert. Und das ist auch der ganze Zauber.